Ja, Freunde, nach langer Zeit mal wieder ein schöner Supermarkteinkauf bzw. Supermarktvlog. Diesmal aus Frankreich. Ja, und zwar befinde ich mich hier gerade auf dem Parkplatz von der Supermarktkette hier Leclerc, weiß ich nicht genau. Ja, wir haben uns gedacht, komm, machen wir so einen schönen Tag hier in Frankreich und verbinden das Ganze hier mit einem schönen Wocheneinkauf. Ja, machen wir heute einfach unseren Wocheneinkauf in Frankreich. Und dann habe ich mir außerdem gedacht, hey, nehme ich das Ganze einfach mal auf, um zu schauen, wie sind denn die Preise hier in Frankreich, im Nachbarland von Deutschland. Leclerc gehört eher zu der günstigeren Kategorie Supermarkt. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt. Natürlich glaube ich jetzt nicht so günstig wie ein Aldi Lidl. Ich weiß nicht, aber mittlerweile ist ja auch Aldi Lidl teuer geworden, Leute. Schnacken nicht so lange rum, wir gehen jetzt einfach mal rein. Viel Spaß mit diesem Video, Leute. Ja? Das Allerwichtigste, die Einkaufswagenpferde zu schicken. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ja? Holen wir hier die Einkaufswagen. Oh, die sind gigantisch, Leute. Die sehen auch noch ziemlich neu aus. Auch diese Plastikdinger. Wo habe ich die gesehen? In Deutschland, in welchem Laden war das? Ach, im Edeka, ja. Edeka macht jetzt auch diesen Style hier, das weiß ich. 2 Euro nimmt er. Gut. Wir hatten, ja, guckt euch mal dieses Modell an. Schön. So, das Fahrgefühl, super, lässt sich super schieben hier. Da kann man wirklich nicht meckern, Leute. Ne? Leclerc. Ich weiß jetzt echt nicht, ob man, am Ende des C spricht man nicht mit. Ne? Kann ja gerne einer von euch schreiben, wie man das hier ausspricht, diese Supermarktkette. Leclerc. Ah, comment ça va? Ça va bien. Ah ouais. Geh mal rein in den Laden. Schau mal, was Sache ist. Entrée. Aha. Kannst du hier direkt Plastik wegschmeißen. Hier gibt es ja keinen Pfand. Nur wegschmeißen, ohne Geld. Ach du Heil. Das ist ein Riesending. Reparaturdienst haben wir hier. Nochmal hier. Bapp. Schön. Das ist ein großer Supermarkt. Ja. Da habt ihr hier Kristalline. 6 Flaschen, eine Flasche kostet 13 Cent, Leute. 13 Cent, eine Flasche Wasser hier. In Frankreich, hier diese Kristalline, kennt ihr ja bestimmt, ne? Ich nehme mal eine mit. Ja. Bei Wasser ist immer so eine Sache. Ich weiß nie, ob das schmeckt. Später gucke ich nochmal auf die Quittung, ob ich irgendwas falsch habe. Aber so stand es dort, ne? Also das ist auf jeden Fall günstig, Digga. Boah, die haben hier, das ist schon so ein großer Supermarkt. Oh, hier hast du 85 Cent, 1 Liter Milch, ne? Circa, wenn du die ganzen nimmst, kriegst du die hier für 85 Cent, ne? Das ist günstig hier. Da hast du Vitamin D, Calcium noch drin. Kriegst du eine für, hier, Liter 85 Cent. Das ist ein starker Preis. So, hier haben wir nochmal Milch in Flaschen. Hier kriegst du Bio Village. Bio, guck, Bio-Milch für 1 Euro. Kriegen die das hin? Die kriegen die Bio hin für 1 Euro. Komm, dann nehme ich mal das, probiere ich das mal. Ne? Probieren wir mal diese Milch. Bis jetzt muss man sagen, auf jeden Fall günstiger. Hier kriegst du Biomilch. Guck, ich habe jetzt hier Biomilch. Eine, 1 Liter 1,9. In Deutschland bei Lidl 1,5 kriegst du konventionelle Milch. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bio-Kriterien hier sind. Aber gut, ich habe jetzt Biomilch gekauft. Ja. Was kosten die Eier? Okay. Ach. Hier hast du 23 Cent ein Ei, ne? 23 Cent ein Ei. Hier, guck, das, also das, ich habe jetzt, das sind die günstigsten. 4,59 für 20 Eier. Ja, ist ein bisschen teurer wie in Deutschland, ne? 44 Cent kriegst du hier so Bio-Eier schon. Oh, 44. Zertifikat Paris, Frankreich Bio. 44 Cent kriegst du hier ein Bio-Ei. Nehmen wir mal Bio, probieren wir. Ach, Lavashkiri. Das kenne ich von Marokko. Lavashkiri, Freunde. 4,90 ein, ja. Die haben viel zu viel Lebensmittel hier. Ja. Viel zu viel Lebensmittel hier. Ganz schwierig da durchzublicken. Naja, muss ich mal schauen, ob ich da was finde. 900 Gramm von dem TK-Brokkoli. 1,65, Leute. Das ist günstig. Auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Diese Eco-Geschichte hier, Eco Plus. Das ist so die Eigenmarke, diese günstige, wie Ja oder so, ne? Also ich denke, das ist die Eigenmarke hier. Fischstäbchen, Leute, hier. Seht ihr? 15 Stück für 1,65. Bei uns sind die, glaube ich, schon, ich glaube, bei 3 Euro. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieselbe Menge ist. 400, hier, 450 Gramm. Oh, schöne,
Check mal ab, die haben hier schöne Ware, hier schön diese Muscheln. Kosten die 16 Euro oder so. Aber sieht schick aus. Hier. Sieht schick aus. Hier, Thunfisch Mozzarella. Die sieht aber echt schmackhaft aus. Drei Stück für 5,82. Also so circa 2 Euro, also 1 Euro noch was für eine Pizza. Ist okay. Also merkst du, sind okay die Preise, sind sehr sportlich. Die haben hier auch teurere Pizzen, so ist es nicht, Leute. Ne? Aber jetzt nicht so wie Norwegen oder so. Sowas haben die nicht hier. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das süße Toast ist oder was das ist hier. Kann ich echt nicht sagen. Hier, seht ihr? Brioche tranchée. Für 2,17 Euro. Ah, ich mag diese digitalen Schilder überhaupt nicht. Muss immer so machen. Oder die haben hier zu viel Produktauswahl. Wirklich, die Produktauswahl ist hier zu heftig. Ist schwierig, hier einen Einkauf zu machen für mich. Sehr, sehr schwierig, ehrlich. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, was nicht. Komplex, komplexe Geschichte. Ja, ja. So rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, hier ist 10-20% günstiger als Deutschland. Ja. Rein aus dem Gefühl heraus. Ob es stimmt, keine Ahnung. Hier sind die Cornflakes ohne Zucker, die mache ich gerne den Kindern. Ne, da mache ich selber Zucker rein, wie es halt so passt. Ne? Eine Packung, 2,30. So. Hier. Eine Packung, Echo. Das ist wie ja. Krass. Da kann ich selbst regulieren, wie viel Zucker ich reinmache oder anderen Süßstoff da. Ne? Oder andere Süßungsmittel halt. Da kannst du selber bestimmen. Ja, die nehme ich mit. 3,50 Euro hier. Aber da steht Promotion, also der ist im Angebot. 3,50 hier. Kriegt ihr hier diesen Kaffee. Hier hast du diese Fischabteilung. Die haben ja auch viel Küste hier. Haben viel Fisch. Frische Fisch. So, Gemüse, Freunde. Voll unübersichtlich, wie viel was kostet. Ne? Espanier Karotten. 2 Kilo. 3,50. Ja, seht ihr das? Hier. 3,50, oder? Ja. 2 Kilo. 3,50. 1 Kilo. 1,75. Ich glaube, die sind ähnlich wie Deutschland. Frischer Brokkoli. 2,30. Gefühlt in Deutschland, glaube ich, günstiger. Eine Artischocke, 2 Euro. Eine Artischocke, 2 Euro. Aber sieht schön aus. Salat aus Frankreich. Ey, ich finde Gemüse ist bei dem ein bisschen teuer hier. Doch, gefühltes Gemüse hier ein bisschen. Komm, seht ihr dieser Rauch, der rauskommt? Dass es schön kühl bleibt, oder? Was da? Das ist so feuchter. Ich glaube, damit es schön feucht bleibt oder so, weiß ich gar nicht. Paprika. 3,89 diese Paprika hier. Boah, die haben auch Paprika-Probleme. Kennen wir aus Deutschland. Seht ihr, mein Gefühl lügt nicht. Ich habe gesagt, Gemüse ist bei denen teuer. Hier, 5,99 Kilo Paprika. Ich kenne mich schon so krass aus, als ich euch sage. Gemüse ist in Deutschland günstiger. Unglaublich, aber wahr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht, die ziehen das durch bis zum Ende. Die sind schon bei uns wieder bei 2,50. Hier sind sie bei 3,59 Kilo Tomaten. Gurken bei uns 40 Cent wieder. Ja? Hier 1,20 Gurken, eine Gurke. Ich finde das schön gemacht hier so mit den Aufstellern so. Abseits. Obst ist hier deutlich teurer. Hier 1,77 ein Kilo Bananen. Das muss man sagen, hat mich auf jeden Fall überrascht, weil ich habe gedacht, okay, krass, 10-20% günstiger hier, aber Obst und Gemüse muss man schon ganz klar sagen, ist hier teuer. Ganz klar. Thunfisch, Freunde, Thunfisch im Wasser ist immer blau. Ja. 1 Euro. Was kostet die in Deutschland? Ich habe jetzt lange kein Thunfisch mehr gegessen, Leute. Aber 1 Euro? Also ist auf jeden Fall günstiger wie Deutschland. Ja gut, die liegen halt am Meer. Das ist ihr eigener Thunfisch. Ja. Hier haben die einfache Suppe in Flasche. Habe ich auch noch nicht gesehen. Suppe in der Flasche, was kostet das? 3,30 Euro. Also hier französische Kürbissuppe. Hm? Direkt so in der Flasche. Warum nicht? Kann man machen. Oh, Champignon-Cremesuppe. 2 Euro musst du nicht selber machen. Ne? 2 Euro musst du nicht mal selber machen. Ich mag die, aber ich habe Angst, dass sie nicht so gut schmeckt. Ne? Wenn du die frisch machst, die schmeckt so krass, Leute. Champignon-Suppe. Oh, die Nährwerte 100 ml. Geht eigentlich. Nährwerte nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres.
Ja. Ja, komm, probier ich mal. Ich mag Champignonsuppe, ey Leute. Komm, vielleicht kann die was. Man spart dadurch viel Zeit. Ne? Mhm. Probieren wir die einfach mal. Komm, machen wir Suppe von Frankreich. Ja. Also außer das Obst und Gemüse ist alles gefühlt 10-20% günstiger. Wir können ja gerne mal die Leute, die gerne in Frankreich einkaufen gehen von euch, die an der Grenze leben, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist. Also rein gefühlt ist es so. Also ich sage euch auch ganz ehrlich, so diese vegane Geschichte haben die auch nicht. Also ich habe da in, zum Beispiel in Kanada mehr gesehen, in Amerika habe ich auch mehr gesehen, aber hier viel weniger wie in anderen Ländern auf jeden Fall. Also auf jeden Fall weniger wie in Deutschland, definitiv. Ne? Die sind da nicht so auf den veganen Film. Hier habt ihr oh, 1 Kilo Hähnchenbrust, 9,69. Ich glaube, das ist auf demselben Level, wenn nicht sogar ein bisschen teurer. Guck mal, was Garnier hier kostet. Ich denke mal so, das kommt ja aus Frankreich, glaube ich, oder? Garnier kommt aus Frankreich. Guck mal hier, trotzdem kostet das hier 3,60 € hier, so eine Tube. Hier haben wir Toilettenpapier, 4 Rollen. 4 Rollen Toilettenpapier für 1,57. Die sind aber hier pink. Die Toilettenpapier ist einfach hier pink. Ja. 4 Rollen, 1,57 €. 40 Cent an Rollen. Ich glaube, selber Preis wie Deutschland. Ne? Ja, ähnlich. Ich dachte, ich kann hier lockeren Einkauf machen, aber ich finde es sehr, sehr komplex, hier einen Einkauf zu machen. Ja, so, weil die Produkte kennst du nicht. Du kannst auch nicht so diese Verpackung lesen, ist alles auf Französisch schwierig. So, was noch fehlt? Brotabteilung, werte Zuschauer. Komplett ohne Rand. Es gibt Leute, die mögen Toast ohne Rand, ne? Was kostet denn der? Ohne Rand 1,23 €. Ohne Rand. Ich habe nichts gegen den Rand, aber es gibt, oh, die Franzosen, die haben viele Toast ohne Rand. Krass. Guck mal, die Franzosen mögen ihren Toast ohne Rand. Guck mal, wie viel die ohne Rand haben. Was ist denn an den Rand so schlimm? Ohne Rand. Oh, die sieht doch saftig aus. 14 Euro, diese leckere, saftige Erdbeertorte. Mhm. Oder diese Eclairs, ne? Das sind ja auch von Frankreich, ne? 5 Euro. Ist eigentlich in Ordnung. Eine 1 Euro, das ist voll in Ordnung. 3,90 hier, schön mit Creme. 3,90 Tortenabteilung. Bei uns schon bei 1,20, hier ist 1 Euro dieser Toast. Ja. 1 Euro. Was wir natürlich mitnehmen, ist Baguette. Na, selbstverständlich für alle Zuschauer. Hier haben wir einfach Baguette. Für 29 Cent. Ich küsse doch euer Herz. Ganzes Baguette. Ich küsse doch euer Herz. Dieses Baguette, wir sind in Frankreich, Leute. Da nehmen wir natürlich ein Baguette mit. 250 Gramm. 30 Cent. Seht ihr das? Wunderschön. Da kann man doch nicht meckern, oder Leute? Was willst du da noch? 30 Cent. Bam. Noch eine. Bonjour. Habt ihr schon mal schwarzen Spargel gesehen? Sehe ich das erste Mal. Hier. Krass, gell? Schwarzer Spargel, Kilo, 10 Euro. Wie ich diese Dinger hier liebe, Leute. Das sind der absolute Shit, ist das. Das haben die in verschiedenen Sorten hier. Das nehme ich jetzt mit und fetze es mit Baguette weg. Mhm. Schön. Ich bin raus aus dem Locleur, ich habe bezahlt, war alles so, wie ich es auch in den Schildern gezeigt habe, also hat alles gepasst, das Wasser war wirklich deutlich günstiger. So, ich habe extrem Hunger, das heißt, ich weiß nicht genau, was ich da so sage. Ich hoffe, dieses Video hier hat euch gefallen, ihr konntet ein bisschen was dazu gewinnen, an Erfahrung, an Wissen, was auch immer. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, alle.